Wenn Xbox One-Besitzer in den nächsten Wochen schmunzelnd, heulend oder verzweifelnd vor ihrer Konsole sitzen, könnte das einem ungewöhnlichen Spiel geschuldet sein: Ori and the Blind Forest. Das von Moon Studios produzierte Jump'n'Run erzählt nicht nur eine herzergreifende Geschichte von einem einsamen Geist, der einen sterbenden Wald retten muss. Es ist auch bockschwer und schrecklich schön obendrein. 4 Jahre Arbeit sollen alleine in die malerischen Kulissen geflossen sein. Umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Moon Studios ein Zusammenschluss weltweit verstreuter Programmierer und Designer sind, die per Videokonferenzen und Chats zusammenarbeiten. Im mystischen Land Nibel steht der Geisterbaum. Der wacht wie eine freundliche Gottheit über das Wohl der Waldbewohner und hält die Kräfte der Elemente in der Balance. Die Balance gerät aus den Fugen, als sich sein vorwitziges Kind Ori von ihm trennt und ein riesiger Rabe das magische Licht des Hains raubt. Das Geisterwesen Ori tritt eine Reise durch das von Monstern belagerte Umland an, um seinen im Sterben liegenden Schöpfer und den ganzen Wald zu retten. Aus diesem in schönster Studio Ghibli-Manier erzählten Märchen macht die in Wien firmierende Entwicklergemeinschaft ein Jump-and-Run-Abenteuer, das vor allem durch seine wunderschöne Präsentation und seine fantastische Orchesteruntermalung punktet. Aber was als eine Art interaktiver Trickfilm voller Emotionen und punktgenau inszenierter Dramatik beginnt, entwickelt sich nach der ersten halben Stunde zu einer echten Jump-and-Run-Herausforderung. Ori bekommt ein magisches Irrlicht zur Seite gestellt, mit dem sie aggressive Gewächse und Monster zerlegt. Hinterlassene Energiekugeln werden dem Erfahrungspunktehaushalt einverleibt und in neue Fähigkeiten verwandelt. Grüne Energiesphären wiederum dienen der Regeneration von Oris Lebensenergie. Blaue Kugeln verleihen ihr magische Kräfte. Damit zündet das posierliche Lichttierchen nicht nur ein wirkungsvolles Flammeninferno, sondern erschafft auch eigene Rücksetzpunkte. Und die sind bitter nötig. Mancher Absturz oder Kontakt mit einer Feuerkugel ist ebenso tödlich wie ein Zögern und Zaudern in jenen Passagen, in denen Ori beispielsweise vor steigenden Wasserfluten flieht. Das geht irgendwann an die Substanz. Zumal Ori immer wieder knallharte Sprung- und Geschicklichkeitstests überstehen und bereits bekannte Wege erneut zurücklegen muss, um mit Hilfe neu gewonnener Talente oder Objekte zuvor verschlossene Levelregionen zu öffnen oder Monster zu überwinden. Ein Aufbau, wie man ihn aus Klassikern wie Metroid und Castlevania kennt. Leider nutzt sich die Faszination über die ungewöhnliche Erzähl- und Inszenierungsart nach einigen Stunden etwas ab. Trotzdem, wer die vielen Frustmomente und die einkehrende Ernüchterung verschmerzen kann, bekommt mit Ori and the Blind Forest ein ästhetisch bezauberndes Jump-and-Run-Erlebnis. Mit 10 bis 15 Spielstunden bietet es genügend Stoff für ein paar frustrierend schöne Abende.